Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play von Akuchi the Heartless. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in dem Level Kalas, ne? Und haben das beendet. Und jetzt hat uns der Baron den Zugang zu diesem Boss geöffnet. Und jo, genau, ich habe den aber allerdings schon mal gekillt. Ja, es gab nämlich einen Zwischenfall, und zwar, ich habe den letztes Mal aufgenommen. Und danach, nachdem ich den Boss gekillt habe, ich mache davor kurz vorher nochmal ein Save, ist das Spiel abgestürzt. Das heißt, schwarzer Bildschirm. Und ja, keine Ahnung, es ist ein bisschen schade. Es ist sehr schade, wie ich finde, weil, ja, das Spiel ist sehr geil. Und bevor wir jetzt den rumladen, machen wir einfach mal weiter hier. Genau. Mardis Zuflucht. Treten Sie dem Wächter des ersten Vorhofs gegenüber. Schießen Sie auf die schwebenden Tarespunkte, um Zauber für den Kampf zu halten. Ist alles gut, Akuchi, das machen wir. Gut, dann schauen wir mal die Cutscene an. Wenn sie denn kommt. Ja, genau das meinte ich nämlich. Also, die Cutscene, die kommt noch nicht mal, weil das Spiel abgestürzt. Und ja, genau, ich würde sagen, sehen wir uns gleich bei der... Ich zahle einen hohen Preis für die Sünden meiner Väter. Vom Prinzen bin ich zum bestellten Mörder gesunken. Meine geliebte Kesho soll am Leben bleiben. Und dafür muss ich wieder und wieder morden. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe das Grafik-Plugin geändert und deswegen bin ich jetzt wieder hier. Genau. Nein! Und ich fall direkt runter. Geil. Alter Schwede, ey. Direkt mein Leben verloren zum Beginn des Parts. Sehr gut, okay. Nee, dann sind wir jetzt wieder hier, ne, bei Akuchi. Und ich muss mal gucken, also ich habe, nee, ich habe nicht das Plugin gewechselt, ich habe einfach die Auflösung ein bisschen geändert, von Full HD auf normal 1080. Und ja, dann schauen wir mal, was das für einen Effekt hat hier, so zack, 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 zack. So, genau, ja, wir stehen jetzt hier Marty gegenüber dem ersten Boss der Hölle, zack, fail. So, genau, da muss ich nämlich auf den Zauber jetzt warten, ne? Aber hier rechts war doch auch noch einer, ne? Ja, hier. Hier. Ah, der kommt, der kommt. Okay, der ist hier, okay. Dann zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Komm. Hau ihn kaputt, Akuchi. Mit deinem Schwert. Mit deinem Armschwert. So. Haben wir einmal den. Dann haben wir einmal den Seelensucher hier. Zack. Genau. So. Zack, 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 zack. Hier. So geht das. Und die Kugel, die kann gerne wegfliegen. So. Sehr schön. Da ist noch ein Seelsucher. Ah, ich krieg den auch so hier. Zack, 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 zack. Das war's ja voll. So, ich habe ja mal ein Safe State gemacht, weil wenn das Spiel wieder abstürzen sollte, ne? Ich habe Mardi besiegt, großer Baron. So, Cutscene. Nehmt dieses Opfer als Zeichen meines guten Willens. Oje, oje. Kesho! Bisschen brutal, oder, Akuchi? Und, ja, es stürzt nicht ab. Alles klar, okay, dann lasse ich es jetzt so. Dann lag es an der Auflösung. 12 von 12 Vorfahren, alles klar. Dann speichere ich das direkt. Und diesmal bitte wirklich nicht abstürzen, Spiel, ja, beim Speichern. Weil es speichert irgendwie nie ab, ich weiß nicht warum. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kehre nach Nabo zurück. Es hat sich wieder aufgehangen. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz jetzt. Oh, warum läuft das denn so un... Egal. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt einfach nicht gespeichert, sondern ich nutze meine Quicksaves einfach dafür. Ich glaube, das hat auch mit dem Speichern was zu tun. Ne? Hallo, der Herr. Ich habe nun den zweiten Vorhof geöffnet. Reinige ihn und überlebe die Todesarena. Dann erreichst du ein Geistertor, durch das du von Oinos hierher zurückgelangst. Wie nett von dir. Überlebe die Todesarena. Sehr schön. Ja, wir sollen einfach... Wir sind deine Putze hier. Nee, wie gesagt, also ich habe jetzt auch ein anderes Plugin genommen. Es hat sich trotzdem aufgehangen. Aber ich glaube, das hängt echt mit dem Speichern hier zusammen. Huh? Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier. Hier, zack. Zack, zack, genau. Aber die Quali ist eigentlich die gleiche, also... Wie gesagt, bei diesen alten Spielen merkt man das nicht.
jetzt nur auf 1280x700 oder... Ja, egal. Wir gehen nach Eunos. Die dunkle Akropolis. Die Seelen ihrer Familie besudeln die Todesarena. Verschonen sie keinen einzigen Gegner von ihrem heiligen Zorn. Ja, dann machen wir das doch. Wenn es denn jetzt leer laden würde. Ja, sehr schön. Die Todesarena, von der Baron Samedi sprach, ist nichts als ein weiterer Schlachthof auf meinem Weg zur Erlösung. Wenn ich Kesho am Ende erreiche und ihr Leben rette, wird sie nicht beim Anblick meiner blutbesudelten Hände zurückweichen? Das kann sein, Akuchi, das kann sein. Oh, schaut mal. Oh, wie macht man... Ah, scheiße, die Steuerung. Ja, ich weiß. Ah, blöd. Moment, wie ging das denn noch? Ah, hier. Zack, genau. Ah, ich verstehe, ja. Ah, so, direkt mal Schaden kassiert hier. So, egal, Akuchi. Akuchi geht weiter. Geisterhieb. So, dann schau dich mal um. Hier ist nichts anscheinend. Auf der anderen Seite? Ne, okay, alles klar. Dann geht's mal weiter hier. So, dann gehen wir durch das Ding da. Alles klar. Ah, ein Vogel. Der wahrscheinlich mit einmal tot ist. Genau so ist es. Die Vögel hier sind so schwach. Ah, was ist das denn da für ein Ding? Was ist das? Hä? Eine Schlange. Okay. Eine Schlange, die Totenköpfe spukt. Oh mein Gott. Das ist so bescheuert hier. Ah, ja, egal. Hauptsache, ich kann hier weiterspielen. Akuchi the Heartless. Ich glaube, das hängt echt mit dem Speichern zusammen, diese Abstürze. Ich weiß nicht, warum der das nicht speichert, aber es ist mir auch egal, ganz ehrlich. So, hier ist keiner, okay. Ah, da ist doch einer. Hey, Typ hier. Der Tod. Ah, guck mal. Oh. Was hältst du denn aus? Wie viel hältst du denn aus? Hey, komm wieder zurück. Komm wieder. Nein! Oh Gott! Boah, was machst du denn? Ich wollte eigentlich die Kamera drehen. Oh Mann. Ah, nicht. Ah, Mensch. Boah, hab ich mich erschrocken gerade. Ich dachte, der stirbt. Ah, okay. Zack, 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 zack. Sehr schön. Dann geht's mal weiter. So, okay. Nächste Stage hier. Todesring. Todesring. Ich weiß. Sehr schön. Und? Da haben wir die Seele hier. Und mach es kaputt. So, zack. Ach, auf einmal steht ein Dämon hinter mir. Nett. So, und zack. Einer. Ah, der war schon tot. Na, egal. So, und, ah, wie muss ich das? Ich muss das abtimen. So, jetzt und, ja, geschafft. Ah, nein. Shit. Egal. So, dann geht's mal weiter hier. Ja, wie gesagt, ich habe eben Teng Shu aufgenommen. Jetzt nehme ich Teng Shu auf, damit beide Projekte weiterlaufen. Ah, da kommt noch ein Tod. Und zack. Das war gut. So, ja. Und? Ah, jetzt sehen wir auch mal sein Gesicht hier. Er sieht echt ein bisschen afrikanisch aus, ne? Genau. So. Okay. So, und bevor uns das Ding da hinten abfuckt, ich habe das nämlich schon gesehen da, killen wir es. So, zack. Weg damit. Ah, okay, ich verstehe. So. Alter, diese Wanddekorationen hier, die sind doch echt... Guck mal. Skelette. Komische... Gesichter. Keine Ahnung, was das sein soll. Darum ist ein Herz, aber das brauche ich nicht. Ja, danke schön. Und jetzt kommt was, wo ich ziemlich Schiss hatte als Kind. Dieses Vieh. Guckt euch das mal an, wie groß das ist. Aber ich habe es direkt gekillt. Geil, okay. Einfach nur genug Geisterhiebe draufhauen. Und da ist was aufgegangen, alles klar. Das speichern wir mal direkt. Da ist... Ah, Ruckel-Attacke. Oh mein Gott. So, jetzt. Keine Ahnung, warum. So. Da oben. Da sind noch mehr Todesringe. Und ein Kopf. Genau, und ein Kopf. Den holen wir uns nochmal direkt. Ich meine, wenn wir sterben, ist nicht schlimm. Hier gibt es Checkpoints. Ist er nämlich hier. Ah, gut. Okay. Ah, ist das... Nein! Das ist ein geiles Spiel hier. So, zack. Geschafft. Da ist der nächste Kopf, der zweite. Alles klar. Gut. Dann können wir hier rein, glaube ich. Hier sind wir doch nicht hergekommen. Genau.
Ist wieder ein Dämon und... Todesring. Jawohl. Gefangennahme. Gefangennahme. Das ist ein sehr geiler Zauber. Den zeige ich euch gleich direkt. Wenn ich hier durchkomme. So. So. Und so. Und hier ist nämlich der Tod. Und der macht hier so... So Blitze. Das ist ziemlich geil. Die machen nämlich ziemlich viel Damage auch. Ah, und wieder Ruckler hier. Oh. Mensch. Und hier gibt es jetzt irgendeinen Soundbug. Ich höre hier die ganze Zeit so ein Rauschen im Hintergrund. Moment. Das werde ich mal rausschneiden. Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich habe das Geräusch rausgeschnitten. Ah, habe ich... Ah, oh mein Gott, der schießt Feuerbälle, okay. Moment. Nee, Freundin. Freundin, das ist eine Frau. So wie ich das verstehe. Ja. Ah, fuck. So, jetzt aber. Yes. Okay, so, dann... Ah! Oh, scheiße, raus da! Oh, das war krass. So, jetzt... Geh wieder da hoch. Ja, die Seele kann ich jetzt nicht mehr nehmen, ist aber egal. Moment mal. Ich erinnere mich gerade an was. Das ist doch ein Herz, genau, schaut mal. Ah... Nee, das... Oder? Doch, ich trau mich das, komm. Ich trau mich das... Hier gibt es ja Checkpoints in dem Spiel, ne? So, ich traue mich, das Herz zu holen. Ah! Mein Gott. Boah, das ist so krass hier. Und dann da drauf. Ja, ich hab's! Sehr schön. Und diese Kamera. So, und hol es dir. Oh, Gott sei Dank. Ja, geschafft, volles Leben. Ah ja, das war was, was ich mich nie getraut hatte, ey. Weil das wirklich so gefährlich ist, das Ding da zu holen. Ah! Oh Gott. Ah. Aber wir haben es. Sehr schön. Ah, jetzt muss ich hier gucken. Ja, natürlich springe ich genau, wenn da das Ding kommt. Ich bin wieder so ein Held, ey. Scheiße, Mann. Ah. Ah. Oh, dreh die Kamera. Oh, diese Kamera, ne? Ich weiß, ich bin nicht der Erste, der sich hier über die Kamera aufregt, aber es ist doch wirklich so, oder? Und jetzt aber. Ey, ich springe immer, wenn... Ich bin so ein Vollidiot, wirklich. Jetzt wartet ihr hier, bis es weitergeht und... Ja, keine Ahnung. Sorry. Aber ich bin hier anscheinend echt zu blöd für. So, jetzt. Und jetzt. Nein! Oh, doch, okay. Gut, okay. Und jetzt rüber hier. Mensch, und jetzt darunter. Und da hinten ist der Kopf. Oh, sehr schön. Gut, wir haben ihn. Alles klar, dann. Und zack. Yeah. Und dann... Hier hinten, genau, ja. Ich hatte kurz überlegt, aber ja, der ist ja hier. So. Das Ding da hole ich mir noch nicht. Obwohl, kann ich eigentlich. Das ist volles Leben. Aber habe ich in dem Fall nicht gebraucht. Oh, es bleibt wieder stehen. So. Oh mein Gott. So, jetzt. Ah, jetzt kommt dieser heftige Part hier von dem Level, weil... Schaut euch mal um, was hier abgeht. Da sind so Stacheln überall und ja... Ziemlich krass und hier sind auch Gegner und alles und ja. Trials, ne? Trials. So. Ah! Oh mein Gott. Oh! Oh, Gott sei Dank. Und. Zzz, komm schon. Komm schon! Was macht denn der? Egal. Egal, komm. Ich muss da wieder hin. Scheiße. Oh, geh doch da hoch jetzt. So, genau. Akuchi. Oh Gott! Ja, er ist selber gestorben. Ah, mein Gott, er ist noch einer. Warum ist da noch einer? Okay, ah, ich muss hier gar nicht mehr hin. Oh Mann. Ah, so, egal. Gehen wir wieder hoch hier, aber diesmal auf. Gehen wir auf die andere Seite. Yeah, so stylisch hier. Ah, genau. Hier ist der Knopf. Drück den. So. Oinos. Ja, Oinos ist ein geiles Level, finde ich. Ah, es ruckelt wieder. Ah. Egal. So, kann ich vielleicht hier direkt rüber? Nee, kann ich nicht. Ah, da ist ein Gegner rausgekommen, okay. Aus dem Nichts einfach so. Ja, das ist die Logik von Akuchi. Gegner erscheinen aus dem Nichts. Ah, das war zu spät. Oh, doch nicht, okay. Ah, ja, es ist wieder hier selber. Da will ich das denn... Die Blitzkugel angemacht, aber ist egal. So.
Da kommen wieder Geistermauern, okay. Jetzt habe ich hier wieder so einen Soundbug. Ach Mensch. Jetzt habe ich hier wieder so einen blöden Soundbug. Aber ist jetzt egal. Jetzt schneide ich den nicht raus. Es ist sowieso nicht mehr lange das Level. So, hier, zack, 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 zack. Da seht ihr das. Schaut mal. Boah. Die Bälle sind so mächtig. So. Jetzt habe ich hier wieder Soundbugs. Oh mein Gott. Scheiße. Egal, es ist, glaube ich, nicht so schlimm jetzt. So, da ist der nächste Schalter, aber auf der anderen Seite war noch was. Und, wow, okay, stopp. Ja, zzz, ich hör's, aber, egal. Hier waren nämlich noch Voodoo-Puppen. Und da hinten, glaube ich, noch ein, ja, da hinten ist noch ein Kopf. Seht ihr den da? Ah, es ruckelt wieder. Es scheint so einmal alle 2 Minuten kurz zu hängen, aber ist ja egal. So, den Part haben wir doch relativ gut überstanden. Oh yeah. Und dann haben wir jetzt hier den letzten Knopf. Ah, komm schon, Akuchi. So, genau. Jawohl. Gut, dann haben wir das. Geht ja vielleicht weg, wenn ich hier wieder noch mal so ein Ding mache hier. Moment mal. Geht der Ton dann weg? Nee, der bleibt. Okay, schade. Egal. Ah, da. Okay, ja. Ich war kurz verwirrt. So, jetzt. Und da ist noch ein Dämon. Ich habe bestimmt 2 Geisterhiebe. Ja, habe ich. Und zack, zack. Ah, die Kamera. Mensch. Egal, und. Hol ihn dir. So, zack. Einer. Da ist noch einer. Okay. Todesring. Und mach nochmal einen Lex-Todesring hier. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist blöd hier. Mit den Lecks. Aber ich weiß echt nicht, woran das liegt, Freunde. Es tut mir leid, aber... Aber wir haben es geschafft. Hier ist das Geistertor. Und, jo. Dann gehen wir hier rein. So, kopfüber ins Getümmel. Und das Geräusch bleibt. Das ist blöd. Aber ich glaube, wir haben sogar alle, hä? Jetzt sag mir bitte nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Oh mein Gott. Nein. Nein. Och, Mann. Ah, Gott sei Dank, ich hab's geschafft noch. Boah, ey, diese Lecks manchmal, ne? So, jetzt drücke ich Save State und fortfahren. Oh, Mann. Jetzt haben wir's aber, oder? Ja. Ich habe das Tor nach Discord geöffnet. Ah, Discord. Du musst dein Geistertotem finden und seine Gestalt annehmen, um zurückkehren zu können. Nach deiner Verwandlung gelangst du zum Geistertor. Discord, das ist doch ein... Ah, das Geräusch ist weg. Alle, Discord, das ist doch ein Teamspeak-Ersatzprogramm. Jo, gut. Ich war kurz am Überlegen, aber ja. Ja, genau. Und ja, wie wir nach Discord gehen, würde ich sagen, sehen wir das nächste Mal. Wir haben Eunos erfolgreich hinter uns gebracht. Und jo, ich muss mal gucken, warum das Spiel so zicken macht gerade. Aber naja, das werde ich noch rausfinden. Jedenfalls bedanke ich mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt, wie wieder bei Akuchi the Heartless. Und jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei Discord. Also bis gleich. Ach nee, nicht bis gleich. Bis morgen dann, ne? Ciao, ciao.